Hallöchen, Freunde, und herzlichst willkommen zurück zu einer Folge 7 Days to Die. Ja, ich war hier eben gerade im Campfeuer und hab gesehen, dass das hier fertig ist. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt nochmal Licht für drüben machen möchte, kann ich doch ein paar Kerzen machen. Wie viele brauchen wir denn? Ich würde gerne an den Pfosten 2 haben und dann pro Hausseite 2. Sind 2, 4, 6, 8, sind 10. Kock. 2, 30. Kock. Das fände ich cool. Dann Essen hier rein. Wanderwarte? Bist nur du das, der hier so ein Theater macht? So ein Radau? Er war so laut. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Ach, Hordennacht. Tick-Tack. Das würde ich ja jetzt echt gerne mal gucken. Wie gut das läuft. Schon nochmal hier rüber. Autsch. Sollte ich auch nochmal gucken, dass ich hier wahrscheinlich... Oh, das geht ja flott. Nicht. Nein. So war das nicht geplant. Zack. Da oben irgendwo. Oh, sieht doch gut aus. Obwohl da vorne ja auch nur eine Lampe hängt, ne? Also auf der Seite ist gar nicht so zwingend notwendig. Ah, hier wäre ganz cool. Und generell und überhaupt. Haben wir noch einen Spike? Egal. Reicht schon. Ja, so sieht eine Hordenhütte aus. So sieht das aus. Gehen wir aus dem Bild hier. Du auch. So. Tsching. So sieht ein Thumbnail aus. Hortenfein. Dieser olle Köter hat hier vorne ganz schön das Haus zerfressen, ne? Ne? 3, 2, 1. Nehmen wir mit. Sehr nice. So, wir haben 170 Pfeile. Wir haben Innenverteidigung. Wir haben Außenverteidigung. Dann würde ich ganz gerne das da oben nochmal wegklopfen. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie das mit Skills aussieht. Na? Hüpf. Dann klopfen wir jetzt immer, hängen ein bisschen Lampe, klopfen ein bisschen, hängen die Lampe. So ist das. Es ist eine richtig frühe Aufnahmesession heute. Also die Lampe da oben, die hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ist immer ein bisschen besser mit meinem Greenscreen-Deckchen hier hinter mir, aber nun gut. Aber ich glaube, zeitlich schaffen wir es dieses Mal wieder nicht bis zur Horde. Oh, es ist so spannend. Weiß gar nicht, habe ich die Tage so lange eingestellt oder nehme ich einfach zu wenig auf? Also 3 Folgen die Woche ist natürlich auch nicht die Welt, ne? Das muss man ja jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Aber jetzt kommt hier natürlich das richtig schöne Wetter dazu.
Hier nochmal. Da hängt eine Lampe. Zack. Ah ja, alle, ne? Dann hänge ich lieber hier nochmal einen hin als... Ach, da hinten habe ich noch eine. Also doch, dann kommt neben die Lampe jetzt nochmal eine Kerze. Schauen, ob es das bringt. Zack. So, und dann sollte ich nämlich in der Nacht ein bisschen was sehen. Hier hauen wir nochmal ein paar Kakteen weg. Nur falls ich das, ich kenne mein Glück, falls ich in der Nacht runterfallen sollte und mich dann mal schnell zu einer der Leitern hier bewegen möchte. Dass ich denn nicht sterbe, weil ich in irgendeinem Kaktus hängen bleibe. So. Klopf, klopf. Eine Horde hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Anfangs jeden Tag eine und jetzt ganz schön mau. Äußerst merkwürdig. Naja, solange wir hier noch warten, können wir hier nochmal gucken. Was haben wir denn hier? Tools. Mach doch mal weg da bitte. Ich möchte... Oh, Construction Tools haben wir hier. Tool Schmissing. Weaponschmitzing. Können wir einen besser machen? Toolsmitzing. Ist das das? Für 6 Punkte? Ja, ne? Guck mal. Da ein. Da ein. Force having. Da würde ich ganz gerne auch nochmal einen Punkt reinsetzen. Aber da kommen wir jetzt noch nicht zu. Heißt aber für uns, wir können eine Achse und eines Boff Scrap. Scrap? 150. Nice. Langsam geht's voran. Ich mach das hier nur zur Sicherheit. Ich habe hier, ich schwöre euch, wenn hier eine Schräge ist und ich hier mal schnell langrennen möchte, dann falle ich runter. Kenn mich einfach. Bei meinem Glück werde ich denn in der Hordennacht auch noch ein paar Geier kriegen, die mich denn hier auch noch von oben wegpflücken. Aber dem ist dann so. Das macht's denn ja nur spannender. Ich weiß gar nicht, was wir morgen noch den ganzen Tag machen sollen. Geschweige denn heute so den restlichen Tag. So viel Zeit. Huh. Wo kommen die denn her? Habe ich die aus dem Auto gezogen? Oder kriege ich die doch hier, wenn ich mit der Ranch abbaue? Nee, es sind doch bestimmt nur... Wir kriegen nur Scrap-Teile raus. Wo habe ich die? Ja, bestimmt aus dem Auto. Bestimmt. Habe ich noch... Ja, genau. Dann habe ich mich noch nicht entleert. Gleich 22 Uhr. Und ich bin in einer falschen Hütte. Aber wir müssen ja nur von A nach B. Ist ja nicht so weit. Das könnten wir auch so machen, dass ich denn da mal kurz rüberlatsche. Aber was mache ich drüben in der Nacht? Ist alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Essen, trinken ist okay. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal eine hiervon. Wir haben doch bestimmt hier noch, genau, wir haben hier nämlich noch zwei. Dass wir denn zur Hordennacht komplett fulle sind. Oder kommt die doch heute Nacht? Nee, dafür wird der Himmel schon rot, oder?
Oh, Junge, 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 Junge. Oh, das ärgert mich so. Ich habe mich so drauf gefreut, dass ich heute Hordennacht mitmache. Aber da komme ich gar nicht hin. Ich möchte ja auch nicht so weit im Voraus aufnehmen, dass ich halt auf irgendwelche Kommentare auch eingehen kann, die kommen. Aber das ist immer so, boah. Wenn man erstmal anfängt und anfängt zu suchten, ne, dann kommt echt dieses Suchtpotenzial durch. Dann will man nicht mehr aufhören. Da ist die Nacht. Sehr gut. Ja, denn haben wir da alles soweit fertig. Gucken wir nochmal, ob wir hier drüben irgendwas Schönes machen können. Hüpf. Einmal rein. Dann. Hier, die Fackel habe ich übrigens wieder mitgenommen. Hier war alle, ne? Ja, sortieren wir doch erstmal hier ein bisschen. So, hier haben wir noch Juka. Das Gras haben wir drüben, glaube ich. Das packen wir hier hin. Haben wir noch gar kein Mais? Keine Kartoffeln, kein Nichts? Oh, Junge, Junge, Junge. Wir sind ja hier ausgestattet. Vorm Feinsten. Zack. Dann Dosenfutter. Das Trinken behalte ich auf Tasche. Leere Gläser auch. Können wir nämlich auffüllen. Dann. Wie sieht es mal uns klamottentechnisch aus? Oh, sexy. So eine kurze Hotpants. Oh, ja. Sieht das hier aus? 28, die ist besser. Können wir die mal hier reparieren? Kriegen wir Skillpunkte durchs Reparieren? Irgendwie Clothing? Gain Skill by taking damage while wearing items. Ich muss auf die Nauze kriegen, um besseres Armor-Zeugs zu machen? Euer Ernst? Was kann ich denn generell an Armor? Habe ich hier schon Leather? Das habe ich alles noch nicht, ne? Scrap. Aber Leder. Macht man es jetzt oder nicht? Lassen wir das erstmal. So, die haben wir uns soeben gecraftet. Von den drei Steinen ist die schon wieder so kaputt. Kann ich ja kaum glauben, ey. So, wo ist die Metallkiste? Hier. Hier haben wir ein paar Springs. So, dann können wir die da auch erstmal reinpacken. Das Forged Iron schmeißen wir hier auch erstmal rein. Sieht denn das aus? Minibike-Kisten. Da hatten wir Waffen. Hier hatten wir... Oh, das irritiert mich. Da machen wir Werkzeug rein. Das packen wir hier mit rein. Hier ist eine Batterie. Das. Sowas. Ein Licht. Das sortieren wir hoch. Ich glaube, das hier ist auch alles viel zu optimistisch angelegt. Aber... haben, brauchen. Ihr kennt das. So, das da rein. Dann davon nur eins. Davon haben wir nur eins. Wie gesagt, das packen wir denn dahin. Können wir hier neben Öl machen? Ich
glaube, das ist auch mehr als nur optimistisch. Die stacken, soweit ich weiß, bis ins Unendliche. Da reicht ein Stack. Dann. Gut, dann bringt Reparieren nichts. Die Ranch kann ich wieder hier reinlegen. Nur noch hier so Holzzeugs und Stoffzeugs. Und das Zeugs. So viel ist es aber nicht, ne? Das hier anpflanzen können wir. Ja, ein Beet können wir uns bald mal machen. Obwohl, das mache ich mir dann lieber da, wo ich hinziehe, ne? Also ich würde ja ganz gerne in Händlernähe bauen, denn brauche ich mich nicht so darauf beziehen, die Forge und sowas da zu machen. Ah, eigentlich habe ich genug Zeugs, das zu machen. Ich möchte nicht unbedingt in das Biom. Ich sollte mal hier weiter gucken. Unbedingt hier. Oder generell mal die Stadt da angucken. Vielleicht bauen wir ja auch hier. Hier so in die Stadt rein. Irgendwo in. Bei Stadt ist ja meistens gerade. Kann man schön bauen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich bauen möchte. Aber das wird sich alles noch herausstellen. Hatte ich mir nicht eine neue Axt gemacht? Achse? Achso, dafür bräuchten wir vielleicht nochmal Craft. Können wir hier nämlich mal ausbessern. Und dann weiß ich immer noch nicht, was ich machen möchte. Dann möchte ich nochmal ein Foto machen von unserer schönen Behausung da drüben. Sieht man ja kaum was. Oh, ist das ärgerlich. Wo ist denn der Mond? Direkt über dem Mond, danke. Das hilft mir natürlich total. Habe ich echt bei dem Bogen den wenigsten Einfluss hier? Das Foto gefällt mir nicht. Da müssen wir noch mal gucken. Zum Spielplatz, da war ich auch noch nicht. Bestimmt auch interessant dort. Aber wenn ich mir das so angucke, ach so, ich wollte die Gamma noch mal wieder runterdrehen, ne? Lass mal 120 erstmal. Mining Helm ist aber. Ach, das sind immer diese Minuten, wo man nicht weiß, was man machen soll. Aber ich glaube, wir rennen morgen nochmal schnell zum Händler rüber. Hier, zack, Quick Waypoint. Wie weit ist denn das? Stand das hier nicht irgendwo zum Waypoint? Da. 1 Kilometer. Kann ich mir was zu trinken machen dafür? Für die Weg. Einmal trinken habe ich noch. Ja, guck an hier. 10. 10. Muss doch lang, oder? Guck. 3 Minuten 20. Tja, müssen wir das so machen. Machen wir uns nochmal was zu trinken und dann gehen wir morgen nochmal zum Händler. Ich wüsste ja halt nicht, was Besseres zu tun. Dann können wir das doch so machen. Gehen wir morgen zum Händler und gucken mal, vielleicht hat der nochmal was Schönes, was wir uns kaufen wollen können. Und wenn nicht, dann holen wir uns halt nochmal ein bisschen was für das Forged Iron.
Was könnten wir dafür mitnehmen? Moment, Metall ist da. Das Eisen nehmen wir auch mal mit. Brass brauche ich noch nicht. Aber Eisen. Eisen wäre gut, wenn wir das einschmelzen. Steine brauche ich nicht. Clay habe ich nicht. Davon brauche ich nichts. Obwohl, wir könnten auf dem Weg ein paar Bäume anpflanzen. Acht Stück. Ach komm. Die 16 Dinger, die pflanzen wir uns da irgendwo rein. Schauen wir nochmal alles in Ruhe durch. Hier haben wir ja auch noch Iron Arrows. Na gut, 12 Stück, das ist jetzt nicht die Welt. So, das und das. Wir haben ja auch eine Taschenlampe, ne? Moment. Wir haben eine Taschenlampe. Electrical Parts 8. Duct Tape 5. Einen Helm haben wir doch noch nicht auf, ne? Genau. Den haben wir, den haben wir. 8. Electrical Parts 3. Holen wir uns nochmal ein Auto, oder was? 5 Duct Tape. Daran könnte es hapern. Ein Plastik. Duct Tape braucht Kleber. Kleber, 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 Kleber. Noch kein Kleber. Ja, doch, das nehmen wir auch mit. Ist zwar nicht viel, aber gut. Das können wir alles verkaufen. Kein Kleber, gut. Was brauchen wir für Kleber? Nein, machen wir andersrum. Wir machen Duct Tape. Recipes. Nee, Quatsch. Andersrum. Duct Tape brauche ich ein Kleber. Und ich brauche noch 2 Stück. Heißt, ich brauche 2 Kleber. Was brauche ich für 2 Kleber? Für 2 Kleber brauche ich einmal, zweimal Murky Water und 4 davon. Ich Murky Water. Super. Naja, dann würde ich sagen, wird das doch nichts aus dem Mining Helm. Vielleicht können wir uns da morgen nochmal was draus machen. Ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall in Überlänge. So sieht's aus. Und ja. Dann würde ich sagen, gibt's wohl in der nächsten Folge einen Horden-Ausflug. Und da würde es mich freuen, wenn ihr alle fleißig wieder dabei seid. Zu einer Hordennacht in 7 Days to Die. Freunde, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao.